Das Star Wars-Universum, das wir in Solo sehen, unterscheidet sich sehr von dem der vorherigen Star Wars-Filme. Das Imperium kontrolliert alles. Jeder kämpft ums Überleben. Aber wir entdecken auch den Geist der Freiheit. Wir treffen Han, bevor er zu dem Han wird, den wir kennen. Man wird erfahren, wie dieser Kerl so geworden ist, wie wir ihn kennen. Es ist alles Teil dieser großartigen Erweiterung der Han Solo-Welt. Er wird erwachsen. Du siehst gut aus. Die Tests, die er bestehen muss, die Herausforderungen, denen er sich stellt, machen ihn zu Han Solo. Die ersten Begegnungen mit Chewbacca. Du brauchst ganz dringend einen Spitznamen, denn der ist mir echt zu lang. Mit dem Millennium Falcon. Mit Lando Calrissian. Hast du dein Schiff beim Kartenspielen gewonnen? Ich stehe auf den Kleinen. Das kommt alles im Film vor. Ich bin Fahrer und ein Flieger. Für mich ist er der spannendste Charakter der Saga. Man weiß nie, was er als nächstes macht. Ich bin ein schrecklicher Mensch. Er ist waghalsig. Er macht all diese dummen Sachen, die niemals klappen können. Aber es funktioniert. Es geht mir gut. Und er macht es großartig. Aber ich bin vielleicht der einzige Mensch in der Galaxis, der weiß, wer du wirklich bist. Und wer bin ich? Solo, a Star Wars story.